mittlerweile habe ich dann mal ein bisschen was über 1000 Kilometer auf dem Reifen runter und auch ja, verschiedenste Straßen, würde ich mal sagen. Von daher will ich mal wagen, einen ersten Zwischenbericht zu geben zum Metzler Rotec 01 SE und meinen persönlichen Erfahrungen dazu. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Willkommen zu einer neuen Zwischenfolge sozusagen hier. Es geht um meinen Test, den ich ja eigentlich gar nicht unbedingt als Test bezeichnen würde, sondern schlicht und ergreifend als Erfahrungsbericht. Deswegen habe ich es auch so in den Titel geschrieben. Mit dem Metzler Rotec 01 SE, den ich ja, wie aus der ersten Folge schon bekannt, bei einer Aktion von Metzler und 1000 PS TV gewonnen habe sozusagen und da auch zusätzlich noch gewonnen habe, dass ich euch mit meinen Videos und Erfahrungen da quälen darf. Nochmal ganz deutlich an der Stelle, ich bin hier kein Profitester, kein Profifahrer, keine Ahnung. Von mir kriegt er einfach nur ein normaler Motorradfahrer Feedback zu dem Reifen, Erfahrungsbericht zu dem Reifen. Wenn ihr da mehr Sachen, genauere Sachen, professionellere Bewertungen und objektive Bewertungen von dem Reifen haben wollt, guckt mal nach den Hashtags, die ich jetzt unten einblende. Da sind also bei den Testern einige dabei, denen traue ich zu, dass die da erheblich fundiertere Sachen entsprechend abliefern können. Ja, und wenn euch trotzdem interessiert, wie es mir ergangen ist jetzt da auf diesen 1000 Kilometern, dann könnt ihr jetzt hier sozusagen dranbleiben. Ja, Wochenende stand an, die Jahreshauptversammlung, wie wir sie immer so schön nennen mittlerweile, scherzhaft, das Community-Treffen von motovlog.de, und es ging in den Odenwald, und damit hatte ich natürlich schon mal ja richtig schön Möglichkeit, den Reifen auszuprobieren. Hatte jetzt ja meine Anfahrt, die ein bisschen länger gelegt, dann hatte ich schon über 200 Kilometer. Dann haben wir Freitag und Samstag jeweils eine Tour gefahren, an die beziehungsweise über 200 Kilometer, fast 300 die an dem einen Tag, und natürlich Sonntag wieder zurück, und so hatte ich dann schon mal meine 1000 Kilometer zusammen. Und theoretisch könnte ich jetzt da auch ein, ja, ich will es ja nicht Urteil nennen, aber ein Feedback abgeben für die Regenleistung von dem Reifen, weil an der Freitagstour hat man nicht richtig Regen von oben, es hat man ein bisschen genieselt, aber doch waren die Straßen die ganze Zeit schon quackig nass. Und ich sage theoretisch, weil praktisch kann ich das eigentlich nicht, weil ganz ehrlich, wenn es nass ist, dann fahre ich wie ein kleines Mädchen, und damit will ich jetzt dann nicht den ganzen weiblichen Bikern hier irgendwie auf die Füße treten. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Im Nassen traue ich meiner Kiste nicht weiter, wie ich sie schmeißen kann. Und dementsprechend fahre ich sehr, sehr zurückhaltend, würde ich mal sagen. Und dadurch gab es natürlich auch null Probleme. Also es gab nicht einen Moment in der ganzen nassen Fahrerei, wo ich irgendwo gesagt hätte, da zuckt irgendwas. Aber ich finde, das ist jetzt da halt kein so ausschlaggebendes Argument oder ja, eine Erfahrung, wo ich jetzt sagen muss, der Reifen ist bombastisch im Regen. Also er funktioniert tadellos. Was ich so gefahren bin jetzt, wie gesagt, im Nassen, zumal war ja auch, sag ich mal, in einer großen Gruppe gefahren, also so übermäßig angegast haben wir da eh nicht. Wie gesagt, einwandfrei funktioniert in dem Rahmen, in dem ich ihn halt wirklich gefahren bin, hatte also zu keinem einzigen Zeitpunkt irgendwann mal das Gefühl, oh, da passt aber irgendwas nicht oder
jetzt fühle ich mich hier unwohl, da überhaupt keine Probleme. Und das setzt sich eigentlich auch fort. Also auf der Anfahrt auf jeden Fall hatte ich ja dann schon mal die Möglichkeit, da bin ich also auch dann nochmal schön im Spessart, da bin ich durchgekommen, die Hausrunde vom Philtonic nochmal gefahren, die ich damals mit Ima gedreht habe. Und da ist es ja wirklich schon knackig und da bin ich auch in meinem üblichen Rahmen entsprechend gefahren. Und auch da wieder wirklich anstandslos, also nicht ein Moment, wo ich mal irgendwann gesagt hätte, oh, das ist aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Reibungslos funktioniert und genauso ging es im Prinzip auch in den anderen Tagen weiter. Und wir hatten wirklich ja alles Mögliche dabei. By the way, richtig schöne Strecken da unten, so Spessart, Odenwald, Franken, das war schon echt geschmeidig. Und da waren also wirklich auch teilweise knitter kaputte Straßen dabei, holprig und so weiter und so fort. Astreiner Teer dabei, was auch immer. Also es gab in keinem Moment irgendwie eine Situation, wo ich gesagt habe, oh, der funktioniert aber nicht so, wie ich das vorher gewohnt war von denen, die ich bisher gefahren bin. Oder wo ich sage, ja, da wird es mir jetzt mal richtig mulmig bei. Was ich im ersten Teil ja mal gesagt hatte bezüglich dem, ja, ich habe es Komfort genannt, also dass der ein bisschen weicher ist wie das, was ich jetzt so mit dem Dunlop so das Gefühl hatte, hat sich zum Teil immer noch bestätigt, aber auch ein bisschen mehr korrigiert. Also wie gesagt, ich habe ja so als Referenz für den Komfort bei mir gesagt, der Pilot Road 4, den ich mal gefahren habe. Aber halt, das ist so lang her, dass ich es halt nicht mehr wirklich aufrufen kann. Ich bin immer noch der Meinung, dass der noch ein Stück softer war, noch ein Stück bequemer. Nichtsdestotrotz finde ich den Metzler immer noch komfortabler wie den Dunlop. Also da habe ich das Gefühl, kriege ich mehr durchgereicht auf den Lenker wie hier. Aber ich glaube, er kommt nicht ganz an den Michelin dran bei mir. Also vielleicht ist das ja dadurch auch genau die goldene Mitte sozusagen zwischen dem Feedback, was man von vorne kriegt, und dem Bequemen, dass man sagt, hier, ich will hier einfach nur schön gechillt durch die Gegend rollen. Von daher will ich das gar nicht in irgendeine Richtung bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Es ist für mich auf jeden Fall ein Tick angenehmer. Es ginge theoretisch mehr, aber ich brauche es nicht. Wie gesagt, ich bin auch mit dem Härteren vom Dunlop relativ gut klargekommen. Tja, dann können wir vielleicht gleich noch mal kurz einen kurzen Blick auf den Reifen werfen, wo dann die Profis gleich wieder die Arme über den Kopf oder über den Kopf schlagen werden und sagen, oh Gott, was ist das denn für eine Null? Da ist ja immer noch ein Angststreifen da, bla bla. Und das ist ja sowas von unseriös, aber trotzdem will ich ihn euch mal zeigen, wie weit wir da sind. Eine Sache, die ich jetzt noch auf der JHV in den Benzingesprächen abends mitbekommen habe von den Kollegen, die schon Metzler fahren oder gefahren sind, die haben gemeint, dass der ziemlich lange fast unverändert durchhält und dann am Ende dann relativ schnell abbaut, was die Profiltiefe angeht. Die haben gesagt, trotz alledem funktioniert er bis zum Schluss einwandfrei, aber nach hinten nimmt dann das Profil quadratisch ab sozusagen. Würde mich mal eure Meinung, falls ihr auch schon Metzler gefahren seid, könnt ihr das bestätigen? Seht ihr das auch so? Das wäre natürlich für mich ein bisschen kontraproduktiv bezüglich meinem Vorhaben, dass ich ja so ein bisschen eine Hochrechnung machen will, wie lange der Reifen jetzt durchhält sozusagen, anhand dessen, wie viel er jetzt in diesem ersten Monat, wo ich den halt hier in Anführungszeichen offiziell ausprobieren kann soll, wie viel er da abnimmt. Und dann, ja, mal schauen. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt,
schreib es mal unten in die Kommentare. Ich suche mir jetzt so kurz ein Plätzchen, dann können wir mal drauf gucken auf den Reifen und dann war es das auch schon gewesen für diesen Zwischenbericht. Sodele, und da sind wir auch schon. Ihr seht schon die Halterung von meinem selbst gepimpten Touring Setup sind auch noch dran. Das heißt, An- und Abfahrt waren natürlich auch richtig mit noch Zuladung quasi mit den Satteltaschen dran und Rucksack und was weiß ich was alles. Ich kann natürlich, wie gesagt, keine toll zerriebenen Reifen vorweisen und ich brauche auch nicht die volle Breite bzw. die von Nesty Nils so angepriesene zusätzliche Slick-Schulter sozusagen an der Seite. Da ist also immer noch ein bisschen Luft und vorne genauso, soweit keine Probleme, alles im Normalzustand, würde ich mal sagen. Und das wäre es dann auch schon für meinen Zwischenbericht. Also schlagen sich hier echt wacker, echt gut auf meiner Kiste mit der nach wie vor abweichenden Größe hinten drauf. Also habe ich also auch nach 1000 Kilometern keinerlei Probleme feststellen können. Von daher gehen wir mal die nächsten Kilometer an. Eine Sache, die vielleicht halbwegs einem professionellen Feedback entspricht, ist, dass es mir echt mit dem Reifen richtig schön leicht fällt, hier in solchen Sachen schön die Spur zu halten. Ja? Also man hat das ja öfters mal, gerade hier, ihr merkt es vielleicht ein bisschen, hier hoppelt es auch ein bisschen und wackelt alles ein bisschen. Das ist nicht unter Umständen nicht ganz so einfach, aber hier ist es wirklich, mit dem Reifen habe ich so das Gefühl, ich lege meine Linie an sozusagen, ziehe da durch und selbst wenn es mal ein bisschen holpert und poltert, der zieht so richtig schön seine Schnur da durch, ohne dass man jetzt da hier großartig noch aktiv werden müsste dabei, um was nachzujustieren quasi. Also das finde ich schon, fühlt sich wirklich nicht übel an. Und das war es, wie gesagt, dann auch für diese Woche mit dem Zwischenbericht. Ich werde voraussichtlich dann gegen Ende des Testzeitraums, war glaube ich der 14., 15. September, also in der Woche, nochmal ein abschließendes Video, zumindest für den offiziellen Teil quasi, machen. Und da werde ich dann mal gucken mit meiner Hochrechnung, ob man da irgendwas sozusagen vorhersagen können, was die Gesamtlaufleistung dann angeht. Mal schauen. Das wirkliche Ende vom Reifen wird dann wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwo sein, Ende der Saison, nehme ich mal an. Und ich werde es dann mit Sicherheit noch mal irgendeinem Video erwähnen. Ich weiß aber nicht, ob ich dann explizit noch mal eins über den Reifen mache. Also bis dahin soll es das hier gewesen sein. Mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.